Gespannte Aufregung in List auf Sylt. Für die rund 1500 Mitglieder der dänischen Minderheit, die auf Sylt leben, sind der 18. und 19. Mai 2022 quasi so etwas wie Feiertag. Zumindest kein Alltag. Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Benedikte von Dänemark, besucht die Insel Sylt. Die Schwester der dänischen Königin Margarete will die dänische und friesische Minderheit, deren Kultur und Geschichte besser kennenlernen. Ein strammes Programm hat das dänische Generalkonsulat in Flensburg für die Prinzessin zusammengestellt. Insgesamt 12 Besuchspunkte stehen auf dem randvollen Programm auf Deutschlands bekanntester Insel. Zum Beispiel der Besuch des dänischen Kulturhauses in List. In der ehemaligen dänischen Schule ist seit 2012 das dänische Kulturhaus beheimatet. Und weil es so prima zur ehemaligen Schule passt, warteten die Kinder, mit kleinen Dannebrog-Fähnchen ausgerüstet, auf eine echte Prinzessin, die sich sichtlich über die kindliche Neugierde freut. Im Saal des Kulturhauses warteten dann geladene Gäste der dänischen Minderheit, einem gut organisierten Mikrokosmos mit dänischem Kindergarten, dänischer Schule und einer dänischen Kirchengemeinde auf das royale Mitglied des dänischen Königshauses. Zur Einstimmung und vor dem Frohkosten wird zunächst einmal begrüßt und dann gemeinsam gesungen. Hyggelig. Für die Kinder ist der Auftakt schon beendet, für die Prinzessin fängt er erst an. Nächste Station, Kampen. Formvollendet fährt der Wagen vor. Die Kampener Bürgermeisterin, die Tourismusdirektorin und Klaas-Erik Johansen begrüßen ihren königlichen Gast. Herzlich willkommen, bin ich Riese Tourismusmanagerin hier. Klaas-Erik Johansen, Hotel Eier verbindet. Warum ist das Stephanie Böhm? Die königliche Hoheit, herzlich willkommen in Kampen. Steffi Böhm, Gemeinde Kampen. Ja. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja. Und was passt zu Kampen? Ein Gläschen Champagner. Herzlich willkommen in Kampen. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch. Herr Generalkonsul, freuen uns sehr, dass Sie da sind. Zum Wohl. Auf die Gesundheit. Gesundheit, ja. Klönschnack im Strandkorb. Ein Thema, das eng getaktete Programm und es gibt eine kleine Einführung zum Thema Strandkorb, der so in Dänemark eher unbekannt ist. Wir werden so ein Paket rumgeführt. Ja. Aber
aber lauter schöne Sachen. Sehr wunderbare Sachen. Und Sie bekommen in den zwei Tagen, die Sie hier sind, bekommen Sie einen riesengroßen Einblick von. Von einem der wichtigsten Urlaubsdestinationen in Deutschland. Ja, also, sind wir so. Ne? Ja, genau. Ja. Ist, Strandkörbe? Strandkörbe. Kaufmann, Leitmann. Die können Sie leihen. Mhm. Die werden über den Tourismusservice, wegen Krise für zuständig, werden über den Tourismusservice vermietet. Sie können einen Jahreskorb von April bis Oktober mieten oder Sie können auch nur Tageskorb mieten oder wochenweise. Und dann, wenn man das machen würde, hier unten, so, da in den Bereichen. Die hier oben können Sie nicht mieten, da können Sie sich einsetzen. Ja. Und unten. Ich habe gesehen, irgendwo steht Nummer. Ja, genau, da stehen Nummern drauf hinten. Und da wissen die Leute in dem Bereich, das ist in Bereiche abgeteilt, der Strand. Und da steht die Nummer hinten drauf und das ist dann für den Zeitraum, ist das Ihr Korb. Also wir haben 1400 Strandkörbe stehen am Strand. Wie viel? 1400. Und jetzt geht halt geht hier 7 Kilometer lang, ist der Strandabschnitt. Und deswegen die Menschen, jeder geht an einen anderen Abschnitt. Hier ist etwas mehr los für Familien mit Kindern und etwas mehr die jungen Leute. Ob Kampen nun für Prinzessin Benedikte auch noch ein Flirt fürs Leben wird, wissen wir nicht. Aber das Meer grundsätzlich hat es ihr angetan. Also das Meer zieht mir immer, weil ich bin ja nicht am Meer geboren, aber Dänemark hat ja Meer um sich und den Meer immer zu suchen, wenn man Bedürfnis hat, ist ja immer was Schönes. Und schon ging es weiter für die kleine royale dänische Delegation. Für alle anderen in Kampen war bei strahlendem Sonnenschein eher Badezeit. Im Mai. Am Nachmittag, nach einigen anderen Haltepunkten in Hörnum und Westerland, stand der Besuch des altfriesischen Hauses der Sylter Museen auf dem Programm. Begegnung mit Trachten und Tradition. Die Festtracht der Sylter Friesin, die ist in den 70er Jahren wieder neu aufgelegt worden, die war jahrhundertelang verschollen. Neben der dänischen Minderheit interessierte sich Prinzessin Benediktine eben sehr für die friesischen Traditionen der so nahen Nachbarn auf Sylt. Ansonsten ist es so bei uns, die friesischen Inseln wurden ja zuerst besiedelt im 8. Jahrhundert und wir haben ganz unterschiedliche Dialekte. Also es ist so, dass... Das auch unter Friesisch. Ja, ganz genau. Ja, dass es also auch viele Sylter gibt, die Dialekte auf dem Festland nicht verstehen. Das ist dann auch immer etwas lustig, aber wir kommen immer alle zusammen und je mehr man konversiert, wird es besser. Genau. Und man unterhält sich und so halten wir die Sprache. Also die Vorsitzende Maike Ossenbrücken, eine sehr verehrte Dame hier auf der Insel, die sich hier für die Sprache eingesetzt hat, hat mal gesagt, das Friesisch stirbt an der Höflichkeit. Man hört auf, in seiner Muttersprache zu sprechen, wenn die anderen Menschen es nicht verstehen und einfordern, man möge Deutsch sprechen. Ja. Und Völkerverständigung war ja auch noch nie so wertvoll wie heute. Vielen Dank.